Ja, guten Morgen aus Deggendorf, oder sagen wir schon guten Mittag. In knapp 2 Stunden das Finale des Haustechnik-Niemeyer Cup hier in Deggendorf. Unsere Falken gegen die Selber Wölfe. Bei mir heute Morgen Luke Volkmann und Sam Verelst. Servus, ihr beiden. Servus. Luke, du warst letztes Jahr auch schon da. Ganz viele neue Gesichter in der Mannschaft, oder? Ja. Wie ist das so als alter Hase? Ich glaube, du hast hinter Cabana und Mapes die meisten Spiele jetzt schon für die Falken gemacht. Echt, ist das so? Nicht gesehen. Auf jeden Fall. Ja, ist gut. Sind alles nette Jungs. Macht Spaß mit denen. Und gestern war das erste Spiel, so ein bisschen zum Reinkommen, zum Schauen, wer harmoniert mit wem. Und ich denke, ja, das sah gestern schon ganz gut aus und darauf kann man aufbauen, auf jeden Fall. Du bist auch zufrieden mit deiner Leistung? Du hast in einer Reihe mit Freddy Cabana und Robin Just gespielt? Ja, also ist schon anderes Hockey, als wenn man davor immer vierte Reihe und so, dann muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man nicht jedes Mal den Puck wegschmeißt, wenn man ihn hat. Aber ich denke, so langsam komme ich auch rein und die beiden helfen mir auf jeden Fall. Ich habe ja 2 erfahrene Hasen an der Seite. Sam, du bist neu bei uns in Heilbronn. Wie gefällt es dir? Bis jetzt sehr, sehr gut. Wir hatten 2 gute Wochen hinter uns. Die Mannschaft gefällt mir sehr gut. Hat Spaß gemacht, in der Kabine zu sein und haben gute Workouts gemacht. Auf dem Eis ein bisschen Taktik durchgegangen und fühlt sich gut an, also in Heilbronn zu sein. Was mir gestern aufgefallen ist, du hast unheimlich gute Pässe gespielt, ein unheimlich Auge auch gehabt. Der eine Querpass zum Tor, ich glaube, der Ulla Uski war dann der Torschütze. Ist das dein Spiel, diese Übersicht, das, was wir von dir erwarten dürfen? Also ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas Spezialität habe oder sowas. Ich würde sagen, dass ich ein bisschen Allrounder bin und manche Spiele klappt es dann halt vielleicht besser mit der Übersicht, andere Spiele klappt es besser beim Abschluss, in anderen Spielen klappt es vielleicht besser beim Schüsse blocken oder beim Zweikämpfen. Also so ein bisschen Allround-Spieler bin ich eher, würde ich sagen. Du warst Cable Guy vor ein paar Tagen, Luke. Da hast du dich ein bisschen übers Eis aufgeregt. Ist es hier besser? Na, in Heilbronn ist es schon besser. Aber es ist halt am Anfang immer schwer, das perfekte Eis zu finden bei den Außentemperaturen, die man hat. Und dann, ja, aber das wird mit der Zeit. Auf jeden Fall. Da hat Luke mich sogar noch gefragt, wenn er Cable Guy ist. Und wie ist das Eis für mich? Ja, schlecht. Aber in Deggendorf ist es viel schlechter. Also wie gesagt, wir dürfen nicht meckern. Also gute Bedingungen in Heilbronn. Ja, das passt schon. Jetzt haben wir in knapp 3 Wochen den Saisonstart. Was steht denn für euch noch in der Vorbereitung, außer die Testspiele auf dem Programm? Gestern hatte ich kurz mit Martin Jerendeck und auch mit Frank Protozza gesprochen. Ihr wart jetzt eher so Ausdauer und Kraft. Das ist der nervigste Teil, oder? Also ich finde, es geht eigentlich. Also man hat ja den ganzen Sommer ja auch schon viel Ausdauer und Kraft gemacht, normalerweise. Also man fängt ja nicht bei Null an, also das ist eigentlich nur eine Erweiterung. Nur man hat da 2 Einheiten am Tag, man geht ja erst ins Fitnessstudio oder macht eine Laufeinheit und dann geht man nochmal aufs Eis für 1,5-2 Stunden. Und das sind halt, das Volumen bringt halt den Schweiß sozusagen, also das wird halt ein bisschen erhöht. Aber Spielen macht mehr Spaß. Man trainiert ja die ganze Zeit, um aufs Eis dann seine Leistung zu bringen. Also aufs Eis macht es ja am meisten Spaß. Ein Fitnessstudio ist halt ein bisschen langweiliger. Und die Prognose für das Spiel heute gegen Selb? Eigentlich egal, Hauptsache gesund bleiben, ja, oder? Ja, ich würde sagen, wir haben nichts zu verlieren heute. Wir sind natürlich nicht ganz regeneriert, aber ich denke Selb auch nicht. Und wir wollen ein enges Spiel halten und uns gut verkaufen. Die haben auch schon viel mehr Spieler als wir. Also wir haben eigentlich keinen Druck. Aber wir wollen natürlich besser aussehen als Deggendorf gestern. Also einfach Spaß haben. Ja. Und gesund bleiben. Genau. Super. Dann euch gleich viel Erfolg. Da ihr, liebe Fans, könnt das Spiel wieder sehen. Ab 14.30 Uhr live bei Spade. Auch ich bin heute wieder dabei und kommentiere mit. Das heißt, wir hören uns gleich beim Finale. Unsere Falken dann gegen die Selber Wölfe. Viel Spaß beim Zuschauen. Und euch beiden vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.